Schaut euch das an, die Bojen haben wir heute Nachmittag gesetzt. Da steigt einer, da steigt einer. Max, mach dich bereit, mach dich bereit. Kurbeln, 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 kurbeln. Der Verlierer muss einen richtig schönen dicken Tauwurm essen. Super sonnig ist es draußen und wir sind auf dem Weg an die Donau zum Welsangeln und nehmen euch mit. Wir sind da am Ort des Geschehens. Hier startet jetzt unser Waller-Workshop an der Donau im Angelcenter Passau. Wir gehen mal kurz rein. Die Teilnehmer warten schon alle, die sitzen in den Startlöchern, die wollen Wels angeln. Gehen wir mal ein, hier drin ist wenigstens kalt. Ja. Hier sieht man den Heiligen Halt vom Angelcenter Passau, also wenn ihr mal auf der Durchreise seid, egal wo ihr hinfahrt, guckt mal rein, ist ja jede Angelart, alles geboten. Wir gehen mal schnell zum Chef. Volle Hütte, mal gucken, ob wir stören dürfen. Servus, servus, servus. Und wir quetschen uns mal an der Seite hier vorbei. Na seht ihr, hier ist die Hölle los, die wollen alle an die Donau zum Angeln. Servus, ich muss das Ding aufsetzen. Ne? Wie sieht's denn aus? Am Wasser. Es wird auf alle Fälle ein heißer Tag werden. Es wird richtig warm. Was erzählen die Einheimischen aber? Laufen die Wälse, ist schwer? Im Moment könnte es ein bisschen schwieriger sein, aber morgen mit dem Wetterumschwung könnte man doch Glück haben, gehen wir davon aus. Kommt wieder ein Wetterumschwung, ja. Das hatten wir ja bei den letzten zwei Workshops, wo es plötzlich mal geregnet hat, ein bisschen Luftdruckschwankungen und plötzlich haben wir gut gefangen. Ne? Vielleicht spielt uns das hier auch in die Karten, aber das werden wir sehen. Jetzt fahren wir erstmal mit den Teilnehmern raus ans Wasser, zeigen euch, wie die Montagen aussehen fürs Angeln an der Donau. Wird ein geiles Wochenende. Und wenn ihr mal bei sowas dabei sein wollt, informiert euch hier. Entweder beim Helmut Angelcenter Passau, da werden wir nächstes Jahr wieder was Verrücktes planen. Oder bei den anderen Läden, die ihr in meinem YouTube-Kanal immer eingeblendet seht. Mit denen planen wir immer die Workshops und dann seid ihr auch mal dabei. Aber jetzt nehmen wir euch mit und zeigen euch, was wir zusammen mit den Teilnehmern hier bei der Sommerfischerei an der Donau ganz in der Nähe von Passau erleben werden. Wir haben ein schönes Plätzchen hier am Donauufer oberhalb von Passau gefunden. Unten im Wasser sieht man überall Weißfische rumschwimmen, Brutfische, größere Rotaugen, Lauben, aber auch viele kleinere Fische. Das zeugt doch von einem ganz, ganz tollen Fischbestand. Alles voller Lauben hier im Uferbereich, dort direkt, wo die Steinpackung zum Grund runterläuft. Da sind auf jeden Fall die Räuber nicht weit. Und ich denke, auch der Waller wird sich auf diese kleine Nahrung, wenn sie in so einem großen Angebot, Überfluss da ist, auch spezialisieren. Also man findet nicht an allen Flüssen heutzutage, schon bei der Uferbegehung, überall Weißfische in der Packung rumschwirren. Sollte doch dann auch ein interessanter Platz sein zum Welsangeln. Alles ist soweit vorbereitet. Ein paar Boote müssen noch ins Wasser. Und in Kürze kommen die Teilnehmer vom Waller-Workshop Donau. Und ihr seid auf jeden Fall dabei, welche Montagen hier zum Einsatz kommen beim Angeln an der Donau. Einen der bekanntesten Wallerflüsse Deutschlands, Grenzflüsse. Und ich bin auch gespannt, ob wir jetzt bei dieser tropischen Hitze, wir werden die nächsten zwei Tage über 30 Grad erreichen, Außentemperaturen, die Wassertemperatur ist auch sehr hoch, ob denn die Wälse überhaupt aktiv sind. Aber ich bin guter Dinge. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis
und eine fachmännische Beratung. Vor dem Angeln oder vor dem eigentlichen Angriff steht natürlich der Vorfachbau und da sind wir jetzt noch beschäftigt, ist auch noch Mittagszeit. Heute soll, haben wir vorhin erfahren, der wahrscheinlich wärmste Tag des Jahres 2020 werden. Es ballert schon gut und wir haben uns schön hier im Schatten alle zusammengerottet, bauen jetzt die Montagen zusammen und dann geht's aufs Boot und ihr seid natürlich dabei, wenn es nachher ins Auslegen geht. Jetzt tagsüber, wo die Sonne richtig hoch steht, suchen wir natürlich hier in der Donau auch Schutz im Schatten und haben mehrere Einzelworkshops, die die einzelnen Teamangler von mir mit den Workshop-Teilnehmern durchführen. Ich bin jetzt gerade eben mit meinem durch. Ich habe was über das Thema Montagebau gemacht. Martin macht gerade aktuell was zum Thema Vertikalangeln, zeigt den Leuten die fängigen Montagen und geht jetzt auch mit denen raus direkt aufs Wasser. Jetzt gehen wir ein Stück weiter hinter. Hier vorne ist Benny und Jürgen. Die machen gerade was zum Thema Bojenangeln und Ausbringen der Welsmontage ohne Boot. Also die Steinwurfmontage zeigen sie gerade den Leuten. Schauen wir den Ammer kurz über die Schulter. Genau das sind die Teile, die hier ganz wichtig sind, um unsere U-Posen, um die ausgelegten Schnüre auf weiteren Entfernungen über der Wasseroberfläche umzulenken, damit man nicht so unendlich viel Donaukraut hier in den Montagen einsammeln. So klein ist ein ganz effektives Hilfsmittel hier zum Welsangeln im Fluss. Entweder zum Umlenken von den U-Posen-Montagen, wie das genau funktioniert, seht ihr gleich, oder zur direkten Präsentation eures Köders an der Boje. Schnell noch aufblasen und dann kann man schon die Teile draußen in der Donau an den fängigen Kanten setzen. Und einsatzbereit. Ab geht's aufs Wasser. Martin fixiert jetzt noch die Boje mit dem Stein und über diese Bojen werden wir die Grundmontagen umlenken, um möglichst wenig von dem treibenden Kraut, was jetzt gerade in der Donau sehr, sehr stark auftritt, einzusammeln. Die Sonne ballert heute an der Donau hier richtig, ist glaube ich einer der wärmsten Tage des Jahres und da ist so ein Y-Food gekühlt, frisch aus der Kühlbox, richtig lecker. Bis wir mit den Stellfischmontagen, also mit dem passiven Angeln, mit den Grundmontagen, Anbindemontagen, Freestyle-Montagen, Bojenmontagen hier starten, gehen wir ein bisschen raus, aktiv angeln und so können wir perfekt bei den Workshops den Tag splitten. Tagsüber, wenn relativ wenig beim Ansitz passiert, gehen wir aktiv raus mit dem Wallerholz und mit diesen Teasern und abends dann, wenn es gemütlich wird, wenn die Sonne langsam hinterm Horizont verschwindet, kommen unsere passiven Montagen zum Einsatz. Und was wir da alles nachher machen, da seid ihr dabei. Hier an der Donau bei Passau gibt es relativ viele Welsangler, die natürlich auch gerne klopfen, macht ja einen Heidenspaß. Und aus dem Grund habe ich bei unserem Glasperlenteaser, weil den unwahrscheinlich viele Welsangler einsetzen, das Klappern unter Wasser macht die Welse richtig rasend, aber in den Gebieten, wo viel geklopft wird, habe ich die Glasperlen jetzt mal entfernt, also einen sogenannten Silent Teaser, ohne viel Radau. Vielleicht haben wir damit eine Chance, einen guten Fisch ans Band zu bekommen. Da kommen jetzt einfach Würmer drauf, auf jeder Hakenspitze 2-3 Stück.
Also hier ist richtig Rambazamba. So viel Sportboote, so viel Wassersportler, die die schönen Tage jetzt hier nutzen. Mein Teaser ist vorbereitet und ich hoffe, dass die Druckwellen des Wallerholzes, die Druckwellen der Bootsmotoren, der anderen Kapitäne, die hier gerade unterwegs sind auf der Donau, ein bisschen übertönt und die Waller ein bisschen rasend macht. Ich lasse meinen Köder jetzt erstmal hinterm Echolot direkt am Geber runter, um meine Tiefe optimal einzustellen. Ich zeige euch mal, wie das aussieht auf dem Echolot. Hier seht ihr mein Tauwurmbündel. Ich bewege jetzt die Rute. Und dann beginne ich circa einen Meter über Grund. Es ist jetzt noch relativ flach. Wir lassen uns jetzt langsam ins Tiefe treiben. Aber das seht ihr schön, euren Teaser. Knapp über Grund. Und schon geht's los mit dem Klopfen. Die Rute legt ihr euch hier vorne ins Boot, direkt vor euch. Ich habe hier das Blackhead Carbon Klonk in der langen Variation. Gibt es einmal kurz und einmal lang. Die lange Variation ist ganz angenehm, wenn ihr ein bisschen höher sitzt, dass ihr euch nicht so übers Boot lehnen müsst, könnt ihr ganz gemütlich aus dem Handgelenk klopfen. Fisch. Hier ist gerade ein schöner Wels gestiegen. Hier seht ihr noch. Hoch, wieder runter. Wir haben jetzt hier an der Donau bei Passau eine Strömungsgeschwindigkeit von 1,5 bis 2 km/h, je nach dem Bereich, wo ihr euch gerade auf dem Fluss befindet. Ich klopfe 2-3 Mal und warte dann immer erstmal längere Zeit ab, ob sich was rührt, ob sich was bewegt. Also nicht zu viel gleich klopfen. Damit könnt ihr dann auch die Fische nämlich vercremen. 2-3 Mal klopfen, langsam weiter treiben. Echolot ein bisschen beobachten. Da steigt einer. Max, mach dich bereit, mach dich bereit. Ja, wir grüßen euch hier vom Waller-Workshop auf der Donau. Der junge Mann hier hat gerade seinen bisher größten Waller am Band beim Klopfen. So, super, und weiter kämpfen. Jetzt steht er wieder, genau, langsam, super. Und wieder nachpumpen. Das ist kein, was ist denn bis jetzt dein größter gewesen? Ich habe noch gar keinen gefangen. Und nachpumpen. Klasse. Und wieder ein bisschen nachpumpen. Sauber. Das ist kein kleiner Fisch. Das ist ein guter Fisch. Jetzt kommen wir langsam. Und weiter kämpfen. So. Und nachpumpen. Klasse. Und nachpumpen. Und nachpumpen. Da muss ich mich mal hinstellen. Du kannst dich auf der Volle hinstellen, genau. Wieder. Gut halten. Super. Und nachpumpen. Immer wenn du pumpen kannst. Kurbeln. Jetzt hochziehen, genau. Hochziehen die Rute. Genau. Jetzt kommt er doch bald. Und nachpumpen. Genau. Genau. Das ist ein toller Fisch. Schön den Druck halten. Druck halten. Das ist kein kleiner. Schön halten, vom Boot ein bisschen weghalten.
Achtung, 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 Rute vom Boot, sonst geht der Haken ins Boot rein. Geht der Haken ins Boot rein. Schön halten. Achtung, Achtung. Schön halten. Ausrasten, glaube ich, jetzt. So, ganz platt. Soll ich irgendwie helfen? Genau, du hilfst mir, du kommst zwar zu mir, klär das mal den Fisch rüber, dass wir den mal zeigen können. Helf mir hochheben, den Riesenfisch. Das ist dein größter Wels bis jetzt. Stark. Beim Klopfen hier an der Donau. Glückwunsch. Der erste und der größte. Gebissen hat er auf den Blackhead Teaser, schwarz-gelb. Geile Sache. Tauwürmer waren der Bringer. Hier seht ihr nochmal den Köder. Zeigen wir euch. Ein richtig starker Wels. Heute ist, glaube ich, einer der wärmsten Tage in Deutschland. Und ein toller Fisch. Dein erster? Ja, mein erster. Und gleich dein größter. Ja. Viele Grüße vom Waller Workshop. Wettschulden sind Ehrenschulden. Neben mir steht der Ritz, den kennt ihr, der war schon öfters mit mir in Italien unterwegs. Auch ein Waller Urgestein hier aus dem Bayerischen. Und der Ritz hat zu mir gesagt, wir machen ja immer so ein paar Schmankerl untereinander. Hat gesagt, Stefan, jetzt an der Donau bei dem Wetter, bei dem warmen Wasser, werden wir keinen Fisch beim Workshop fangen. Ich habe gesagt, Ritz, wir fangen ein. Und dann haben wir überlegt, über was wetten wir denn? Über Geld wettet man als Kumpels nicht, gell? Ja. Und da haben wir gesagt, wir wetten um keine Dose Tauwürmer, sondern der Verlierer muss einen richtig schönen, dicken Tauwurm essen. Zum Glück habe ich nicht das Vergnügen, einen Tauwurm essen zu müssen. Ritzi hat die Wette verloren. Max hat einen tollen Fisch beim Klopfen gefangen. Auch der zählt. Du darfst dir einen leckeren raussuchen. Der macht satt, der gibt Tinte auf den Füller. Augen zu und durch. Geschmacklich jetzt noch unseren Zuschauern. Wie Erdnuss oder wie Spaghetti? Ja, so wie Spaghetti oder Macaroni. Ah, jetzt kommt er nochmal laufen, warte mal. Na, Quatsch. Hier, geiler Wetteinsatz. Ja, gut, passt. Klarer Kerl. Und wir machen weiter. Vielleicht kommt genau. Ja noch ein Donauwaller. Was ist, wenn wir noch einfangen? Nacktschnecken. Da haben wir einen. Eine rote Nacktschnecke? Ich nicht, aber der auch nicht da. Weißt du, wo wir auch noch gewettet haben? Top, die Wette gilt. Das Klopfen war ein Heidengaudi, wie man hier in Bayern sagt. Aber jetzt wird es langsam Zeit, dass wir unsere passiven Montagen, unsere Ansitzmontagen ausbringen. Hier habe ich ein schönes, saftiges Tauwurmbündel, zwischendrin eine relativ starke U-Pose, weil wir wirklich viele Würmer auf die beiden Haken gesetzt haben. Vorne dran ein Wirbelwind, ein Radaumacher mit 10 Gramm. Und diese Montagen werden wir jetzt über die Bojen, über die Krautschutzbojen, hier in der Donau umlenken, damit wir nicht Gefahr laufen, aufs Tauwurmbündel das Treibkraut zu bekommen. Die Montage sieht ganz einfach aus. Normale Steinmontage. Und kurz vor der Boje kommt noch ein leichter Absenkstein rein. Dass, wenn das Treibkraut, das Gras jetzt hier die Donau runterkommt, erst in der Boje ein bisschen hängen bleibt, wenn da noch was durchkommt und die Schnur runter wandern sollte, in unserem ersten Absenkstein hängen bleibt. Und so bleibt unsere Montage bei da hinten, hinter der Boje, definitiv sauber. Legen wir sie mal aus. Erstes wird jetzt der normale Stein
am Wirbel abgelegt. Die Montage ist jetzt unten. Kurz vor der Boje kommt jetzt der zweite, der leichtere Absenkstein, der unsere Hauptschnur schön am Grund hält. Hier seht ihr schon überall das Kraut kommen. Jetzt gehen wir direkt auf die Boje. Hier unten ist unser Karabiner eingeklinkt. Hauptschnur wird hier eingeklinkt. Die Boje leitet unsere Hauptschnur perfekt jetzt überm Wasser zum Ufer. Und wir angeln sauber und krautfrei. Schaut euch das an, die Bojen haben wir heute Nachmittag gesetzt und was die jetzt schon hier Kraut eingefangen hat. Aber das Kraut, was die Boje fängt, das geht definitiv nicht in unsere Grundmontagen. Hier haben wir jetzt auch ein ganz spannendes System. Aufbau wie bei der vorherigen Montage ähnlich. Hier setzen wir komplett auf Rot und vorne die X-Strong U-Pose in der Farbe Rot. Ich denke bei dem klaren Wasser jetzt der Donau auf jeden Fall ein Radaumacher und ein sehr, sehr auffälliger Köder. Boje haben wir sauber gemacht, also unwahrscheinlich wie jetzt im Sommer der aktuellen Phase hier das Gras die Donau runterdrückt. Bojen helfen uns da definitiv zeitweise für ein paar Stunden sauber zu angeln. Ohne diese Teile wäre eine Grundmontage, eine U-Pose-Montage im Stundentakt voll mit Kraut. Wir erleben gerade einen ganz, ganz tollen Sonnenuntergang hier an der Donau. Die Routen aller Workshop-Teilnehmer sind im Wasser. Wir vom Workshop-Team haben wirklich einen geilen Job geleistet, sind jetzt auch ein bisschen platt. Benni und Jürgen, die werkeln oben noch. Jetzt geht's an die Zelte. Und jetzt sind wir gespannt, ob wir auch beim passiven Angeln einen Fisch verführen können. Klopfen dürfen wir auf der Strecke hier nur bis zum Sonnenuntergang, bis 21 Uhr. Da müssen wir jetzt leider aufhören. Aber vielleicht kommen jetzt die Donauwälze aus ihren Löchern hier in die flacheren Flusspassagen und schnappen sich unsere Wurmbündel. Hat ja schon öfters geklappt. Einen wunderschönen guten Morgen. Leider hat das passive Angeln nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Also wir hatten ein paar Fehlbisse, ein paar Aktionen, aber konnten keinen Wels an der Donau jetzt haken. Aber hatten wieder eine ganz spannende Situation dabei beim Olli auf der Route. War eine
große tote Brasse direkt hinter der Tree-U-Pose montiert. Er sagt, heute nachts gab es mal einen kurzen Schlag, aber es ist nicht mehr passiert. Das Teil ist mir eben abgefallen. Wir haben jetzt die Ruten reingeholt. Und so wie sie angeködert war, hat er sie eben reingezogen. Ja. Da gab es ja schon einige Diskussionen darüber, was für Fische machen das. Ich habe es ja schon öfters erlebt, dass man Biss kriegt und plötzlich morgens nur noch der Kopf vom Fisch, richtig wie mit dem Filetiermesser rausgeschnitten, nur noch dran hängt. Spannende Situation. Und auch diesmal konnte kein Fisch gehakt werden, sonst hätten wir vielleicht mal wirklich gewusst, was hier der Übeltäter ist. Ich vermute, es ist ein guter Wels, ein großer Fisch, der den Köder direkt nimmt und richtig so unter Wasser ganz schnell zusammendrückt und dadurch diesen Kopf abbricht. Für uns sieht es so aus, als wäre es abgeschnitten. Aber wieder eine ganz spannende Situation, wo das Rätsel noch lange nicht gelöst ist, wer hier am Werke war. Das war wirklich ein knüppelharter Workshop hier an der Donau bei Passau. Letztes Jahr, den Film könnt ihr bei mir auf dem Kanal sehen, sind die Welse wie verrückt auf die Tauwurmbündel an den Flügel-U-Posen draufgegangen und auch hängen geblieben. Dieses Mal konnten wir bei der passiven Fischerei eigentlich nur Fehlbisse verzeichnen. Die Umlenkbojen haben perfekt ihren Job gemacht. Müsst ihr auf jeden Fall auch mal probieren, wenn ihr an einem Fluss unterwegs seid, wo ihr viel Treibkraut habt, was ja jetzt zu der Sommerzeit fast an allen Flüssen der Fall ist. Aber die Waller waren einfach zu passiv. Außer Fehlbisse ist nichts gewesen. Und dann am letzten Morgen noch diese Aktion mit der Brasse, wo der komplette Fisch zusammengekranscht wurde, der Kopf abgebrochen. Sowas habe ich in Italien schon ein paar Mal erlebt, auch am Rhein schon erlebt und jetzt auch an der Donau. Also das Rätsel bleibt erhalten. Zum Glück haben wir versucht, unsere Zeit optimal zu nutzen und auch auf das aktive Angeln gesetzt, auf das Angeln mit dem Wallerholz, denn da hat es wieder geknallt. Ja, Max konnte wirklich einen starken Fisch fangen. Und das sieht man mal wieder ganz deutlich, wenn man sich zu sehr auf eine Sache versteift, kann es auch schnell schief gehen. Also probiert auf jeden Fall, wenn es hart läuft, aktives und passives Angeln optimal zu mixen, denn dann wird er definitiv immer zum Erfolg kommen. Bei mir geht es jetzt direkt weiter. Ich werde jetzt erstmal versuchen, einem anderen Räuber auf den Zahn zu fühlen. Wir wollen versuchen, ganz gezielt mit Gummifischen XXL-Hechte zu fangen. Ihr seid auf jeden Fall dabei auf XXL-Muddis. Jetzt in der warmen Jahreszeit ist auf jeden Fall definitiv keine einfache Zeit, um mit Gummifisch große Fische zu fangen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich wünsche euch dicke Fische, viel Spaß am Wasser und bleibt gesund. Bis dann, euer Stefan. Ciao, ciao.